Bei den Bücherhallen können Hamburger Lehrkräfte jetzt auch Roboterklassensätze ausleihen. Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Modelle, mit denen Schülerinnen und Schüler ganz praktisch erste eigene Programmiererfahrung machen können. Heute stellen wir den Klassensatz für das Modell Osobot genauer vor. Er eignet sich für den Einsatz ab der Grundschule. Die Klassensätze werden mit einer praktischen, robusten Transportkiste verliehen. Eine Kiste enthält 18 Osobots und das dazugehörige Arbeitsmaterial. Die kleinen Osobot-Roboter können fahren und blinken. Anhand von Farbsensoren erkennen sie gemalte Linien auf weißem Untergrund. Durch verschiedene Farbcodes kann das Verhalten des Osobot beeinflusst werden. Die erste Programmierung erfolgt also ohne Computer, ganz einfach mit Filzstiften. Im Unterricht lassen sich damit zum Beispiel Rennstrecken, Labyrinthe und kleine Choreografien umsetzen. Über die Programmierumgebung OsoBlockly kann diese Grundprogrammierung erweitert werden. Hierfür ist dann die Arbeit an einem PC oder Laptop notwendig. Erste Anregungen und Hinweise zur Bedienung gibt es in den beigelegten Materialien in der Box. Dazu gehören auch Kopiervorlagen für Arbeitsblätter. Wichtig zu wissen, diese sind in englischer Sprache verfasst. Weitere Anregungen gibt es auf der Webseite des Herstellers. Hier sind Materialien zum Download verfügbar, die teilweise auch auf Deutsch erhältlich sind. Die Roboterklassensätze können mit einer gültigen Blockkarte von ErzieherInnen und Lehrkräften entliehen werden.